Sie haben doch bestimmt schon mal was getauscht, oder, liebe Zuschauer? Mittlerweile gibt es ja unzählige Tauschbörsen, wo jemand zum Beispiel ein Kleidungsstück gegen ein anderes tauscht. Aber Essen zu tauschen, das ist neu. Food Swap nennt sich der neue Trend, den zwei Frauen aus Hamburg etablieren wollen. Dabei treffen sich Hobbyköche und tauschen selbstgemachte Leckereien aus. Und? Kleine Kostprobe gefällig? Svantje Havermann und Jelda Yilmaz. Sie kochen und backen schon seit langem leidenschaftlich gerne. Irgendwann entstand dann die Idee, mit anderen selbstgemachtes Essen auszutauschen und über Rezepte zu reden. Also überlegten die Fotografin und die Ergotherapeutin, wie sie Gleichgesinnte zusammenbringen könnten. Übers Internet starteten sie einen Aufruf, luden zu einem Termin ein und schon lief der erste Foodswap in Hamburg. Ich habe mal in einem Laden gearbeitet, wo es diese Kleiderswaps gab, also so Flohmarkt-ähnliche Veranstaltungen, wo man Kleider tauschen konnte. Und da habe ich gearbeitet. Und dann aus der Affinität zum Kochen, zum Backen, zum Essen heraus, habe ich dann eben gedacht, okay, sowas könnte man dann vielleicht mal mit Essen machen. Wir saßen abends nochmal zusammen und haben dann gesagt, wenn wir es jetzt nicht machen, dann macht es wer anderes, weil ich glaube, gerade ist diese Food-Szene so im Kommen. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das jetzt aus. Um Punkt 7 kommen die ersten mit hübsch verpacktem Essen. Jeder zahlt 5 Euro und trägt seinen Namen und seine E-Mail-Adresse ein, um später die Rezepte zu erhalten. Einige sind von weit her angereist nach Hamburg. Ich komme ursprünglich aus Bayern, aus Ingolstadt. Bin hier auf Besuch in Hamburg. Und wir haben zusammen einen Pflaumenchutney gemacht und einen Kürbis in Blätterteig. Eigentlich soll es von jeder selbstgemachten Leckerei 5 einzeln abgepackte Exemplare geben. Eines zum Probieren für alle und 4 zum Tauschen. Das hat noch nicht bei allen geklappt. So bleibt aber für den Abend mehr zum Probieren. Zunächst wird sich aber beschnuppert. Die meisten sind zum ersten Mal bei so einem Tauschtreff. Ich bin Svantje, ich habe einen Foodswap mit Jelda zusammen gegründet. Keine Ahnung, wir haben ja die Veranstaltung in Hamburg ins Leben gerufen und ich freue mich total, dass ihr heute da seid. Es ist immer noch total aufregend für uns, weil es jeder Abend bislang immer total unterschiedlich gelaufen ist. Ja. Ich bin Lea, ich war schon beim letzten Foodswap dabei. Ich kenne Jelda, wir sind befreundet, würde ich sagen. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden. Und ich habe was gebacken auch, weil ich lieber backe als koche. Und zwar habe ich gebacken Scones mit getrockneten Tomaten, Basilikum und Parmesankäse. Klingt gut und kann nun endlich auch probiert werden. Es gibt ungewöhnliche Kreationen wie verschiedene Brot- und Buttervariationen, Zwiebel- und Tomatenmarmelade, Karotten in Kumin, Lachshäppchen, Gebäck in süß und salzig. Vorgaben gibt es keine, dafür aber viel Lob für die Kreationen der anderen. Sehr lecker fand ich vor allem, es gab so eine etwas gelbliche Butter, die war sehr lecker. Also generell die ganzen Brotaufstriche waren mir am meisten gefallen, weil ich gerade derbe Lust auf was Salziges hatte. Das ganze selbstgebackene Brot war auch super lecker. Ich habe es mir nicht ganz so schön vorgestellt. Also ich habe gedacht, es ist so, ist schön. Für mich sehr wohl. Man kommt jetzt nach Hause und hat irgendwie neue Ideen, Inspirationen und gibt sich vielleicht nochmal neue Mühe auch, wenn man dann mal selber was ausprobiert. Darauf wird ein Schluck selbstgemachter Rapsschnaps genossen. Gemacht aus einem Glas Rapshonig und einer Flasche Korn. Jelda prostet auf einen gelungenen Abend. Cheers. Zum Beispiel hatten wir mal Erdbeersenf dabei. Also ich liebe Senf, ich liebe Erdbeeren. Hätte jetzt niemals selber zum Beispiel Erdbeersenf gemacht. Das war ziemlich spannend. Solche Sachen eher. Also jetzt nichts Ungewöhnliches, aber so die Kombinationen daraus. Am Ende sucht sich jeder auf dem Gabentisch seine Lieblingsspeise aus. Für jeden sind mehrere unterschiedliche Essen dabei. Hochzufrieden verabschieden sich die Kochbegeisterten schließlich. Für Jelda und Svantje gibt es viel Lob. Das nächste Foodswap-Tauschtreffen planen sie Anfang Januar.